Und jetzt, meine Damen und Herren, öffnen Sie sich den zweitbesten Wein, den Sie zu Hause haben. Es gibt etwas zu feiern, denn das Glücksrad ist zurück. Ja, das Glücksrad. Und die Sendung ist ja schon sehr, sehr gut. Aber mit dem Glücksrad haben wir wirklich die Hohlsüße des Jahrtausends entdeckt. Sie glauben es mir nicht? Ja, dann schauen Sie selbst. Ein M wie Martha. Ein M wie Martha, jawohl. Du hast 5.700 Euro allein in dieser Runde auf deinem Konto. Nicht so lange warten? Ja, ich möchte lösen. Eichhörnchen im Werk füttern. Ja, sicher. Natürlich füttert man Eichhörnchen im Werk. Sonntags geht man auch gerne im Werk spazieren. Oder macht im Werk ein Picknick. Da frage ich, Thomas Hermanns, haben Sie ihn erkannt? Der steht hier draußen als die neue Maren Gilzer. Wie kann der so ruhig bleiben? Bei so viel Hohlsüßenis. Und immer wenn ich denke, nee, da kann eigentlich nichts Dummes passieren. Also hier kannst du keinen Fehler machen. Ne? Da kommt der Mensch und zeigt mir wieder seine Genialität. Richtig wäre natürlich gewesen, Eichhörnchen im Dirk futtern. Aber gut, lassen wir sie halt, so doof wie sie ist. Das Comeback des Jahres. Das Glücksrad nämlich, meiner Meinung nach, ist es jetzt schon. Und deshalb möchten wir mit Ihnen mal auf die Highlights dieser sensationellen Show zurückblicken. Deutschland freut sich. Yes, yes, yes. Denn das Glücksrad ist zurück. Ein Klassiker aus einer Zeit, als Moderatoren noch echte Gentlemen waren. Du lachst aber überhaupt sehr gerne. Ja, ich lache sehr gern. Ich habe einen Spitznamen. Sag mir. Der heißt Happy. Happy. Das sagt eigentlich alles. Happy Hippo. Und natürlich immer um das persönliche Gespräch bemüht. Wie heißt denn deine kleine Muschi? Das Prinzip der Sendung, um knifflige Lückentexte zu füllen, werden zunächst natürlich Buchstaben gebraucht. Hätte ich gerne ein Devi Deodor, sehr gut. Und Pevi Perter. Pevi Perter, okay. Avi Ida. Avi Ida, alles klar. Da legen wir sogar noch ein Z wie Jürgen Schmitz obendrauf. Wenn die Ratefüchse der Lösung auf der Spur sind, werden die letzten Buchstaben gezielt eingesetzt. Ein O möchte ich gerne kaufen. Ein O wie Otto, ja. Oh. Das L wie Ludwig. Herrschaften. Und dann kann gelöst werden. Wie hier. Schlagzeuge in eine Band. Und dann möchte ich lösen. Ja, bitte. Schlagzeugen in einer Bank. Selbstverständlich. Außer Geld abheben oder Kontoauszüge abholen, die sicherlich häufigste Tätigkeit in den Geldfilialen. Nächstes. Dann versuche ich zu lösen. Ja. Riesenschildergrill. Jawoll. Anfänger hätten wahrscheinlich auf Riesenschildkröte getippt. Aber gesucht war natürlich die Riesenschildergrill. Grandios. Und das Letzte. Das C wie Cäsar. Mhm. Da möchte ich bitte lösen. Okay. Der Weg heiligt die Mittel. Jawoll! Ob das die Kandidaten von heute auch noch so hinkriegen? Viel Glück, Glücksrad. Ich bin dann auch mal weg.